Mann. Tja, verloren ist verloren. Dad, krieg ich mein Taschengeld? Klar. Hier. Danke. Hier. Nett, mit dir Geschäfte zu machen. Nimmst du meinem Sohn etwa das Taschengeld für eine Footballwette weg? Wenn er gewinnt, muss ich zahlen, abzüglich der Provision. Abzüglich der Provision? Nur damit er wetten darf, muss er etwa bezahlen? Das ist doch die Provision. Ist das so schwer? So was lernt er einfach nicht in der Schule. Ist mir egal. Gib ihm sein Taschengeld wieder. Schön. Du kriegst kein Taschengeld. Zur Strafe für dein Glücksspiel. Ich hab's dir gesagt. Ja, hast du. Nett mit dir Geschäfte zu machen. Tu mir einen Gefallen, wenn du ihn heute Abend bei seiner Mutter abgeliefert hast. Mach dich unsichtbar, okay? Wie heißt sie? Oder weißt du das noch nicht? Es ist keine Frau, da kommen nur ein paar Freunde. Ah. Oh, Poker. Darf ich mitspielen? Ich bin jetzt besser als früher. Wir pokern nicht. Warte mal, ein Flush ist höher als ein Straight und ein Full Boat ist besser als ein Flush, ja? Schon, aber... Und Full House und Full Boat sind dasselbe. Ich sag nie wieder Full House Boat, versprochen. Wir pokern nicht, Alan. Was macht ihr sonst? Da kommen nur ein paar Freunde. Wir rauchen Zigarren, probieren eine Flasche guten Single Malt Scotch und wir quatschen. Alles Sachen, die ich auch gerne mache. Gut, von Scotch muss ich aufstoßen. Am besten, ich nehme sofort einen Löffel Natron. Ist ja sehr nett, aber ich glaube, du würdest dich nicht wohlfühlen. Wieso denn? Weil wir über Privatsachen reden. Ach, du meinst wie eine Selbsthilfegruppe? Ach, nein, wir sind keine Selbsthilfegruppe. Nur ein paar Jungs, die alle paar Monate zusammenkommen und über ihr Leben sprechen. Als Selbsthilfegruppe? Unsinn, es ist keine. Okay, es ist keine. Ist es auch nicht. Versteh schon. Und warum darf ich nicht kommen? Weil diese Männer meine Freunde sind und weil wir eine gewisse Vertrauensebene miteinander teilen. Ich bin auch dein Freund. Nein, mein Bruder. Warte mal, du hältst mich nicht für einen Freund? Ich kann doch nichts dafür. Ein Freund sucht man sich aus, ein Bruder kriegt man vor die Nase gesetzt. Wie bitte? Man hat keine Wahl dabei. Dein Dad weckt dich mitten in der Nacht auf und sagt, deine Mom war gar nicht dick und du hast kein eigenes Zimmer mehr. Dann war ich all die Jahre sowas wie ein Eindringling für dich? Eine Unannehmlichkeit? Eine Belastung? Sicher, so kann man's auch drehen. Ich wusste nie, dass sowas in dir vorgeht. Ich bin tief verletzt. Na schön. Aber du machst dich trotzdem unsichtbar, okay? Mach's gut, Onkel Charlie. Bis dann, Kumpel. Oh, er ist dein Kumpel? Fang nicht so an. Warum ist er dein Kumpel? Du hast ihn dir nicht ausgesucht. Doch, ich habe mir ausgesucht, dass er hier wohnen kann. Das hast du bei mir auch. Nein, du wohnst hier nur, weil er hier wohnt. Weißt du, manchmal kann ich dich nicht ausstehen. Und da wunderst du dich, warum ich dich nicht als Freund betrachte. Okay, viel Spaß mit deinen Freunden in der Selbsthilfegruppe. Es ist keine... Doch, es ist eine Selbsthilfegruppe. Eine Selbsthilfegruppe für schwache, ziellose Männer. Und selbst wenn du mich anfliehst, würde ich nicht mitmachen. Gut, bis dann. Hey Dad, was ist der Unterschied zwischen einem Freund und deiner Nase? Deine Nase kannst du dir nicht aussuchen. Weißt du, von wem ich das hab? Kannst mir vorstellen. Von Onkel Charlie. Und weißt du, warum's witzig ist? Weil's wahr ist. Ja, ja. Schöne Woche, Jake. Bis dann. Hi, Mom. Krieg ich mein Taschengeld? Du hast mir auch gefehlt, Schatz. Danke fürs Herbringen. Judith, warte mal kurz. Hältst du uns für Freunde? Ich halte dich für meinen Ex-Mann. Ich weiß, aber mal abgesehen von unserer lieblosen Ehe und unserer verpfuschten Scheidung, waren wir doch auch irgendwie Kameraden, stimmt's? Können wir ein andermal darüber reden? Ich habe Freunde zum Essen da. Ach wirklich? Jemand, den ich kenne? Sandra und Howard. Ach ja, wirklich? Darf ich sie begrüßen? Das wäre jetzt nicht so gut. Wieso denn? Sie sind doch auch meine Freunde. Ich war sogar noch vor dir mit ihnen befreundet. Dann ruf sie doch einfach mal an und lad sie in dein Haus ein. Das ist doch mein Haus. Und das sind meine Freunde. Du hast also meine Freunde zum Essen eingeladen. In meinem Haus. Ja, mein Guter, genau das habe ich.